So, jetzt kommt ein sehr, sehr sympathischer und immer gut gelaunter Mann zu uns. Er ist in Wahrheit der König des Trash-TV in Deutschland. War im Jahr, glaube ich, 2003 eigentlich kurz vor einer Weltkarriere mit seiner Band Brosis, wurde dann Musical-Star und hat jetzt eine neue Schlagerplatte aufgenommen. Goldene Pferde, so sieht das gute Stück aus. Hier ist Ross Anthony. Anthony! Lieber Danke. Ross! Ein Mann, der immer guter Laune ist. Ja, ich muss sagen. Und das Interessante an dir, wenn ich kurz sagen darf, es ist überhaupt nicht gespielt, es war auch Backstage so immer gute Laune. Wie geht das? Wann bist du mal verzweifelt, depressiv wie jeder normale Mensch? Selten. Bist du irgendwann mal in einem Prozac fast gefallen? Nee. Nee, ich muss sagen, ich habe das wirklich von meiner Mutter geerbt. Sie ist auch ein sehr guter Laune Mensch, gut gelaunter Mensch. Und ich finde es nicht Schlimmeres, als wenn man wirklich in einen Raum mit vielen depressiver Leute, wie heute mit ihr beiden, ne? Das ist schwierig. Ja. Magst du was? Oh mein Gott, du lachst sogar. Ja, ich bin schon gut drauf, es wirkt sofort. Das ist der Wahnsinn. Das Magst du was trinken? Ja, ich hätte gerne Aperol Spritz, aber den haben wir nicht. Doch, doch können wir besorgen. Können wir besorgen. Ich denke schon, das ist ganz toll, guck mal, die Bücher. Ja, das sind deine verschiedene CDs. Das sind deine, Das ist toll. Das wie viele CDs bringst du eigentlich im Monat raus? Im Monat 20. Nee, eigentlich ist das meine aktuelle. Das ist die aktuelle, genau. Und hier haben wir uns, glaube ich, einen Ausschnitt auch da aus Goldene Pferde. Wirklich? Ja, sollen wir den gleich zeigen oder wollen wir erst sehen? Möchtest du, dass wir es zeigen? Ja, ganz kurz, wieso Goldene Pferde? Was ist da, wofür steht das Goldene Pferde? Ja, aber es konnte nicht wirklich Goldene Schwein heißen oder irgendwie Goldene Tausendfüßler oder so. Ja, aber wieso Goldene Pferde? Es gibt doch keine Goldene Pferde. Na, weil ich war in Amerika und ich dürfte ein Cowboy für einen Tag sein. Ich saß da am Ende des Tages. Für ein Trash-Format oder wo? Nein, das war ein richtiges Format. Und da saß was? Arte? Was? Was war das? Warum ist man ein Cowboy? Ich erzähl dir die Geschichte. Erzähl es doch gerade. Hör zu. Wirklich. Also, ich saß da am Ende mit den richtigen Cowboys zusammen, haben ein Bier in der Hand und über den Horizont sind... Ein Bier in der Hand? Ja, Bier. Ja. Ein Bier? Ja, Bier. Unterbrich ihn doch nicht, er erzählt's doch gerade. Und ja, und eigentlich sind wilde so Pferde über den Horizont geritten und die sahen so gold aus und halt... Und dann ist dir das eingefallen. Das heißt, du schreibst die Texte deiner Lieder selbst? Mit meinen Produzenten zusammen, ja. Also der Produzent schreibt die Texte deiner Lieder. Und hier sehen wir Ross Anthony mit Goldene Pferde. Stimmungsmusik. Anthony. Aber, ich meine, das ist schon eine ganz andere Richtung als damals bei Brosis. Das muss man schon sagen. Ich finde eigentlich sehr schade, weil man hat gemerkt, da waren zwei Tänze im Bild. Und ich habe ihr beiden auch angefragt, ob ihr wollt nicht mitmachen. Warum? Ja, na, ich kann das auch nicht so gut. Aber das ist, diese Pirouette, die du immer drehst, das, machst du auch, das hast du hier jetzt auch gemacht. Ja, oder? Soll ich nochmal machen? Ja, das finde ich toll. Okay, warte mal. Ja, mach mal. Wow, das ist schon toll. Das ist toll. Das ist echt toll. Das ist echt toll. Aber es war doch so, dass... Wir haben uns heute extra noch mal die alten Brosis-Sachen angehört. Ja. Und da war es ja wirklich so, das war ja so international, die Musik. 3 Millionen verkaufte Alben, stimmt das? Nee, 5 Millionen. 5 Millionen? Mhm. Aber schön. Und jetzt bist du, mit der Musik bist du ja quasi, so gehst du ja quasi einen regionaleren Schritt wieder zurück, so Richtung deutsche Schlagermusik, oder? Aber es ist halt so deutsche Pop-Schlager. Ja, aber immer, ist das so ich finde es keinen Schritt zurück. Ne? Ich finde eigentlich, das ist, was ich immer machen wollte und kam ich nie dazu. Und es ist wirklich, ich finde es toll. Du singst fantastisch, aber man muss nicht sagen, es ist Musik für Leute, die von Musik nichts verstehen. Oder? Na, muss man ja wirklich sagen. Aber stimmungsvoll, wenn man sehr betrunken ist, kann man gut tanzen. Ja. Wahrscheinlich. Und die haben immer ein Lächeln im Gesicht. Dass du auch tatsächlich immer ein Lächeln im Gesicht hast, ist beweist unser nächster Ausschnitt da. Haben wir so viele Ausschnitte? Wo Ross Anthony, oder? Willst du keinen Ausschnitt sehen? Das ist sehr interessant. Das war ein Teil einer Home-Story. Ross Anthony wurde besucht von einem Kamerateam und hat ein Zimmer von sich hergezeigt, wo er seine Stofftiere und seine Spielzeuge hat. Ja, Entschuldigung. Das heißt... Aber ich kann es verstehen, ich glaube... Ja. Ich glaube, wenn
wenn viele Leute das sehen, die sagen, hey, das ist ein 40-jähriger Mann, warum hat er so einen Raum? Es ist das Zimmer eines Dreijährigen, ja. Ja, aber ich möchte gerne auch nicht die Sache wegschmeißen, was mir Fans über die Jahre gegeben haben. Ich finde es eine schöne Erinnerung, ne? Und ich sitze da manchmal und ich schaue mir das alles an. Es war auch als Kind, ich hatte nicht so viele Spielzeuge gehabt, ne? Weil meine Eltern nicht so viel Geld hatten und so. Und ich habe immer meiner Mama gesagt, es wäre schön, wenn ich irgendwann die komplette He-Man-Sammlung haben könnte. Und jetzt habe ich das seit gestern geschafft. Ich habe alles. Das heißt, du bist glücklich? Ich bin sehr glücklich. Muss man sich dir als einen glücklichen Mann vorstellen? Ja, wirklich. Ja, trink doch endlich mal ein Schlückchen. Ich komme nicht dazu. Prost, mein Lieber. Ja. Prost. 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 Vielen Dank. Prost. Prost. Hast du noch Wasser? Prost. Willst du Wasser haben? Ja, danke, alles gut. Kanntest du ihn eigentlich? Kennt ihr euch? Kennst du ihn? Nein. Ja, ich kenne ihn auf jeden Fall. Woher kennt von der Lindenstraße. Lindenstraße, genau. Richtig, klar. Es war schön. Wirklich. Die 4 Jahre mit dir, gell? Du bist verheiratet, Ross. Sehr lange sogar. Ja, eben. Wie lange bist du schon verheiratet? 8 Jahre und 12 Jahre zusammen. Und geht gut? Es geht sehr gut. Ja, ja. Wir sehen uns selten. Das heißt, du wirkst heiter, beziehungsmäßig läuft es hervorragend beruflich auch? Ja. Was steht als nächstes an? Wir haben gerade einen Café eröffnet in der Nähe von wo wir wohnen. Ein Café? Ja, Café Chillax und es läuft bombastisch. In der Nähe von Bonn wohnst du, glaube ich. In der Nähe von Bonn. Dann bist du selbst als Kellner? Ich bin ab und zu auch da, ja. Ist die Karriere wieder am Nullpunkt? Nein, aber ich finde, ich brauche diese Nähe zu Leuten. Das ist mir sehr wichtig. Ja, wie Heino. Heino kommt immer näher zu dir. Ja. Aber Heino hat auch einen Kaffee. Heino hat auch einen Kaffee, ja. Ja. Und es ist sehr englisch angehaucht. So, wir bieten so alte Rezepte von meiner Oma an, so Bananenkuchen und. Echt? Ist richtig, der Mann auch Engländer oder bist? Der ist auch Engländer. Also ja. Ihr seid beide Engländer. Okay. Als Opernsänger, ja. Der ist auch Opernsänger. Ja. Opernsänger und Musiker. Aber du hast ja auch ein Bed and Breakfast in England. Und wir haben ein Bed and Breakfast in Oxford. Das ist genau. Das zweite Standbein, ist Hotelgewerbe und Gastronomie. Nicht jeder hat Glück, ne? Man muss immer natürlich für die Zukunft denken. Und ich bin. Aber hast du nicht ausgesorgt? Aber Ross, hast du nicht in Wahrheit ausgesorgt auf diese großen Erfolge, die du hattest? Oder hat man bei Brosis, war das wirklich so, ernsthafte Frage, war das wirklich so, dass ihr als Darsteller von Brosis 5 Millionen verkaufte Alben keinen Cent gesehen? Nein, wir haben sehr gut verdient. Aber ja. Ist alles... Nein, deswegen, dass ich jetzt ein Bed and Breakfast habe und auch einen Kaffee. Ne? Was machen deine Kollegen heute? Genau, das habe ich mir auch gefragt. Also Giovanni ist ja immer noch... super zu tun, der hat gestern sein Album veröffentlicht. Der ist mit einer Gruppe, es heißt Vintage Vegas. Und die machen so Michael Bublé, so auf Swing. Okay. Super schön. Ja. Und der macht auch so Sport irgendwie. Ja, der moderiert Fußball, auch Indira. So. Indira weiß ich leider nichts. Er hatte, glaube ich, kurz ein Verhältnis mit Kachelmann. Ehrlich? Ja. Oh. Also das sind ganz üble Wege. Und Hilo und Shady und Feist machen immer noch Musik und die sind sehr happy, aber nicht in der Trefft ihr euch noch? Wird noch ruft nur ihr Giovanni. Wir sehen uns ständig. Okay, ja. Super. Und bist du damals wegen Brosis von England nach Deutschland Nein, gegangen? Nein, wegen Musicals. Ich war sogar, bevor ich in Brosis kam, ich war auch in Wien. Ich habe Mozart gemacht hier. Und Warst du Mozart oder warst du... Nein, ich war nur Ensemble. Was warst du? Was war ein Zombie? Kommt ein bisschen Musik? Ein Handy. Du warst, was warst du? Ich war kein Zombie, ne? Ich war einfach nur Ensemble. Ah, im Ensemble? Ja. Verstehe. Okay, aber das ist aber interessant. Zombie? Aber ein so guter Sänger wie du, nur als Ensemble-Mitglied? Ich habe sehr viele Rollen gecovert, ne? Man muss natürlich den Weg hocharbeiten. Und wie würdest du deinen Beruf bezeichnen? Weil wir haben im Vorfeld immer geredet, sagen, was sollen wir sagen, was du eigentlich bist? Ich würde sagen, ich bin ein Allround-Entertainer. Ich finde, dass dieses... Statement schön, weißt du, ich versuche nicht, mich in irgendwelchen Schubladen zu stecken. Ich kann ein bisschen tanzen, ich kann auch ein bisschen singen. Das geht schon in die Peter Alexander-Richtung, so, oder? Wäre schön, wenn das so ist. Hey, ja, was er erreicht hat in seinem Alter. Ich komme ja auf diese Alter. Er ist tot. Ich weiß das doch. Ja, aber was? Ja. So schlimm muss man sagen dazu halt. Ja. Du, also würde ich jetzt noch hier Spielzeug haben, ich würde es dir schenken. Ich habe leider nichts da. Hab mich sehr gefreut, dass du da warst. Ist das Gespräch schon beendet? Würde ich sagen. Ich hätte noch viele Fragen. Dann frag. Ich hätte wirklich viele Fragen. Auch an Heinz, ob Heinz Maraschek sich vorstellen könnte, dass seine Karriere derart den Bach runterläuft, dass er beim Dschungelcamp teilnimmt. Denkbar? Fragezeichen. Undenkbar. Aber man muss nicht, man darf nicht Dschungel unterschätzen. Ne? Was ich, okay, ich bin da reingegangen, weil ich war ein Teil einer Band. Die kannten mich nicht wirklich viele Leute. Und als ich im Dschungel kam, dann kannte mich wirklich die halbe Welt. Und du hast es auch, das muss man wirklich sagen, ich hab diese Staffel gesehen. Und ich habe extrem sympathisch gemacht, ja. Ich habe Spaß. Und er ist Feinschmecker des Jahres in Österreich. Ja. Kannst du ihm auch, was das betrifft, den Dschungel empfehlen, ja oder nein? Und wenn, was am ehesten? Oh, ich finde, die Känguruhoden waren sehr lecker und ich glaube, jeder nimmt mit, was die können.
Oder nicht? Könntest du dir vorstellen, die Hoden von Heinz Maritschek zu essen? Oder ginge das zu weit? Bestimmt super. Ja, die schmeckt, glaube ich. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, das war's von uns.